Hi Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Wie du vielleicht gerade erkennen kannst, bin ich nicht zu Hause, sondern im Urlaub, da ich gerade Sommerferien habe. Und ich glaube, wir kennen es alle, dass wenn wir in den Ferien sind, Urlaub haben, nicht zur Schule gehen müssen, nicht lernen müssen und so weiter, wir einfach sehr viel Langeweile haben. Ich persönlich kenne das von mir, dass ich dann oft einfach nur am Handy bin die ganze Zeit und irgendwie bei Instagram rumscrolle, bei TikTok, YouTube gucke, bei Netflix gucke und so, aber irgendwie meine Zeit dabei so ein bisschen verschwende, weil ehrlich gesagt natürlich Social Media nicht wirklich was Produktives ist, was langzeitig irgendwie glücklich macht oder was wirklich Spaß macht eigentlich. Und deswegen habe ich heute einige Ideen gegen Langeweile in den Ferien für dich, die dir wirklich Spaß machen könnten, die dir helfen könnten und die auch relativ produktiv sind, sage ich mal. Also viel Spaß beim heutigen Video. Vergiss außerdem auch nicht, meinen Kanal zu abonnieren, falls dich diese Themen interessieren. Momentan kommen jeden Dienstag, Donnerstag und Sonntag um 12 Uhr hier ein Video online. Also dreimal in der Woche zum Thema Back to School, Ferien, produktiv nutzen, generell Produktivität, Organisation und alles rund um diese Themen. Also vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und jetzt mal viel Spaß bei dem heutigen Video. Let's go! Die erste Idee ist auch am Handy und zwar ist einfach mal bei Instagram durch deine ganzen Followers durchzugucken beziehungsweise durch diese Liste durchzugucken von den Personen, denen du folgst oder einfach mal deinen Feed oder deine Stories durchzugucken. Denn ich mache das immer sehr, sehr gerne, dass ich einfach die Leute angucke und überlege, ob es mir noch einen Mehrwert bringt, ob es mir noch Spaß macht, diese Person anzugucken oder halt diesen Content anzugucken oder ob es mich einfach nur nervt, ob es mich runterzieht oder ob es einfach nicht mehr relevant für mich momentan ist. Ich persönlich merke es einfach auch, wenn ich auf Instagram raufgehe, dass es mir sofort schlecht geht, weil ich irgendwie Leute sehe, die ja mich halt nicht glücklich machen, sondern mich eher runterziehen, weil ich mich mit denen vergleiche, weil die irgendwie schlechte Neuigkeiten verbreiten oder so. Und ich glaube, es ist einfach sehr hilfreich, da mal durchzugucken regelmäßig, um dann wirklich Leute einfach auszusortieren, die dir nichts mehr bringen in deinem Leben. Wenn du zum Beispiel aber auch Freunde hast, denen du weiterhin gerne folgen würdest, aber deren Content dich ein bisschen nervst, kannst du sie auch einfach muten. Das heißt, du musst einfach nur auf Entfolgen drücken und dann kannst du unten aber nur auf Stummstellen drücken. Und dann kannst du beispielsweise nur ihre Stories oder Posts stummstellen oder dass du denen wirklich entfolgen musst. Ich glaube, das ist ziemlich hilfreich. Der zweite Punkt ist ebenfalls eine Instagram-bezogene Sache, aber es geht eher in die andere Richtung. Und zwar kannst du ja sehr gerne mal Content-CreatorInnen oder auch InfluencerInnen einfach mal eine Nachricht schreiben. Denn ich sage euch ganz ehrlich, ihr werdet überrascht sein, wie viele euch wirklich antworten werden. Beispielsweise, wenn ich einen YouTuber cool finde, mache ich das so, dass ich ihm wirklich einfach mal schreibe und irgendwie sage, dass ich seinen Content cool finde oder ich schreibe Verbesserungsvorschläge oder was mir besonders gut gefallen oder Tipps oder Ideen oder so. Und oft antworten die Leute dann wirklich, auch wenn man es vorher nie gedacht hätte. Beispielsweise könnt ihr mir auch immer auf Instagram schreiben, ich heiße Lara Emily Official und antwortet eigentlich auch auf fast jede Nachricht, die ich bekomme. Also ich denke wirklich, dass euch mehr als gedacht antworten werden. Also viel Spaß beim Schreiben an die Leute. Die dritte Idee ist, einen Lesemarathon zu machen. Ein Lesemarathon ist einfach ein Marathon nur im Lesen. Was bedeutet, dass du einfach versuchst, den ganzen Tag nur zu lesen. Dazu habe ich auch schon mehrere Videos gemacht, in denen ich das mit euch zusammen mal einen Tag versucht habe. Und ich habe dann da wirklich am Tag irgendwie so 5, 6 Bücher gelesen, was schon echt krass ist und auch nicht für jeden was ist, denke ich mal. Aber wenn man vor allem so Geschichten liest oder so, kann das sehr cool sein, sich mal einen Tag daran zu verlieren. Und es ist ja fast so, als würde man so einen Serienmarathon machen, nur das Lesen teilweise doch bestimmt noch cooler ist als Filme gucken den ganzen Tag. Ich habe das teilweise auch schon hier im Urlaub gemacht. Ich habe nämlich vor einigen Tagen an einem Tag auch eine Art Lesemarathon gemacht und habe da irgendwie so, ich glaube, 6 Stunden am Tag gelesen und habe dann dort 2 Bücher ausgelesen an dem einen Tag. Wie gesagt, falls euch noch Inspiration dazu fehlt, könnt ihr sehr gerne mal bei meinen Lesemarathon-Videos aber auch vorbeigucken und euch da ein bisschen Motivation und Inspiration holen. Die nächste Idee ist, dein Tablet bzw. vielleicht das iPad einzurichten. Weil ich sehr viele Leute kenne, die jetzt auch für die Schule ihr iPad benutzen und da jetzt wieder die Back-to-School-Zeit anfängt, ist es vielleicht ganz sinnvoll, mal sein iPad einzurichten. Da könntest du dir beispielsweise eine gute Notizen-App runterladen, eine Scan-App runterladen, vielleicht Sachen, die du nicht mehr brauchst, zu löschen, deine Galerie durchzugucken und sowas alles. Einfach generell ein bisschen für Ordnung sorgen und ein neues System irgendwie aufsetzen. Übrigens habe ich mein Setup auch mit euch zusammen gemacht in einem Video, was dann ungefähr, ich glaube, 2 Wochen online kommen wird. Und da haben wir einfach zusammen ein iPad durchgeguckt, meine alten Schulsachen durchgeguckt und haben dort das zusammen organisiert. Und ich hoffe, dass es euch dann vielleicht ein bisschen helfen wird in Zukunft, euer Setup auch ein bisschen so zu finden und einzurichten. Die nächste Idee ist so cool. Und zwar ist es einfach mal deine Stadt durchzugucken und nach Aktivitäten zu suchen, die du in deiner Stadt machen kannst, von denen du davor vielleicht noch gar nicht wusstest. Beispielsweise wohne ich ja in Berlin und es gibt ohne Witz so viele Dinge in Berlin zu erleben, die ich noch nie in meinem Leben gemacht habe. Es gibt diese ganz basic Touristensachen, die ich selbst noch nie gemacht habe. Beispielsweise war ich einfach noch nie auf dem Fernsehturm oben, was irgendwie auch total beliebt ist für alle Touristen, die dort kommen. Oder ich war zum Beispiel auch noch nie in den Gärten der Welt in Berlin, was ich aber diese Ferien auf jeden Fall noch machen möchte.
möchte. Ansonsten kann es auch sehr viel Spaß machen, einfach mal nach neuen Apps zu suchen, die dir gefallen könnten. Ich persönlich gucke mir dann sehr gerne einfach irgendwelche What's on My Phone Tags Videos an oder generell so Videos mit dem Titel Die besten 10 Apps, die jeder Schüler braucht oder irgendwie sowas. Und dort finde ich einfach sehr, sehr gerne Inspiration. Und natürlich wäre ich nicht YouTuberin, hätte ich nicht auch mindestens 2 von diesen Videos auf meinem Kanal, obwohl 2 noch ein bisschen untertrieben ist. Ich habe bestimmt irgendwie schon 10 What's on My Phone Tags oder so auf meinem Kanal. Also schaut euch sehr gerne vorbei, falls ihr auch wieder Inspiration braucht, wie ich ab und zu. Beispielsweise gibt es ja so ganz viele Apps, die man öfter einfach mal ausprobieren sollte, wie zum Beispiel Time-Tracking-Apps, Habit-Tracker-Apps, Schlaf-Track-Apps oder irgendwie sowas. Und da können natürlich die Ferien einfach ein perfekter Zeitpunkt dafür sein, das Ganze auszuprobieren und zu gucken, ob du das wirklich für die Schulzeit dann auch gebrauchen kannst. Die nächste Idee, die ich eigentlich sehr, sehr gerne mache, aber in der Schulzeit irgendwie nie dafür Zeit finde, ist Dokumentation anzugucken. Ich persönlich bilde mich sehr, sehr gerne weiter und lerne sehr, sehr gerne viel Neues dazu. Und ich finde, macht Dokumentation aber eine gute Möglichkeit, das einfach zu machen, ohne aber viel Aufwand zu haben. Ich finde, du kannst einfach nur auf Netflix gehen, da irgendwie Dokumentation suchen und dann kannst du dich einfach ins Bett legen oder auf die Couch legen oder so und dann 2 Stunden da einen Film über etwas gucken, dabei etwas lernen, obwohl du nicht so viel machen musst. Ihr könnt es auch mit einem Familienmitglied zusammen machen und euch dann danach unterhalten über die Dokumentation, was, glaube ich, auch nochmal sehr spannend werden kann. Die 8. Idee ist, eine Summer Bucketlist zu schreiben oder deine Bucketlist durchzugehen, wenn du schon eine geschrieben hast. Ich muss ehrlicherweise sagen, mittlerweile ist schon die Hälfte meiner Ferien um und ich habe bisher noch echt wenig in meiner Bucketlist gemacht. Leider, irgendwie geht die Zeit einfach so schnell um und ich habe es gar nicht gemerkt, dass irgendwie die Ferien schon so richtig begonnen haben. Und mittlerweile ist einfach schon die Hälfte vorbei. Übrigens, falls du einen Guide dazu brauchst, wie du deine Bucketlist schreiben kannst, kannst du sehr gerne mal bei diesem Video hier vorbeigucken, wo ich euch mal eine Step-by-Step-Anleitung dazu gegeben habe und euch auch meine Bucketlist gezeigt habe. Nein, ich habe sie, glaube ich, nicht mal gezeigt. Oder? Habe ich sie gezeigt? Weiß ich gar nicht mehr. Müsst ihr selbst herausfinden, leider. Die 9. Idee ist, einen Podcast zu hören, während man aufräumt oder während man zum Beispiel draußen spazieren geht. Übrigens kommt bald ein sehr, sehr angefragtes Video von mir online mit meinen Lieblingspodcasts. Ich kann euch gar nicht sagen, wie oft ich schon Anfragen bekommen habe, meine Lieblingspodcasts zu teilen. Und irgendwie habe ich das nie gemacht, weil ich irgendwie nie so einen Lieblingspodcast hatte. Aber ich habe mir jetzt wirklich Zeit, euch einfach mal Podcasts, die ich gerne höre, zu zeigen. Und das wird auf jeden Fall innerhalb der nächsten Woche oder so spätestens online kommen. Und ich habe übrigens auch selbst einen Podcast namens Gut Genug, wo ich immer über mentale Gesundheit, Stress, Schule und alle anderen Gedanken, die wir hier sonst noch teilen, rede. Und ich finde einfach, dass Podcasts eine gute Alternative sind zu Musik hören, was ich auch sehr, sehr gerne mache, oder einfach generell die Zeit noch ein bisschen produktiv zu nutzen, während man beispielsweise aufräumt oder spazieren geht. Die 10. Idee ist, deine alten Bücher zu verkaufen. Beispielsweise, das ist jetzt keine Werbung, aber es gibt diese Seite namens Rebuy und da kannst du ganz einfach deine Bücher hinschicken, ohne dass du irgendwelche Kosten hast oder dass es aufwendig ist oder so. Du musst einfach nur einen Karton packen bei Rebuy, das natürlich angeben und dann kannst du es einfach losschicken und dann kriegst du einfach das Geld überwiesen auf dein Konto. Das ist total simpel und einfach. Also simpel einfach das Gleiche, aber das ist total simpel. Ich persönlich mache das immer so, dass ich mir das Geld nicht überweisen lasse, sondern einen Rebuy-Gutschein ausstellen lasse. Da kriegt man auch mal 10% dazu, weil ich auch selbst sehr gerne bei Rebuy einkaufe und dort Secondhand-Bücher bestelle. Oder du könntest auch 11. deine alten Klamotten verkaufen. Beispielsweise auf Kleiderkreisen, was dir ja mittlerweile Vinted heißt. Oder einfach auf dem Flohmarkt verkaufen, an Freunde verschenken, an Familienmitglieder verschenken. Die 12. Idee ist, in eine richtige Bücherei mal wieder zu gehen. Oder auch zu dieser Bücherkiste zu gehen, die du vielleicht in der hast. Beispielsweise haben wir in Berlin ganz viele so Bücherkisten, die so aussehen wie Telefonzellen und da kann man einfach reingehen und Bücher mitnehmen oder Bücher auch selbst reinstellen und das mache ich sehr, sehr gerne öfter mal, um zu gucken, ob es da vielleicht Bücher gibt, die mich interessieren würden und das Beste daran ist einfach, dass das Ganze kostenlos ist, dass du einfach die Bücher secondhand mitnehmen kannst und einfach nur im Gegenzug deine eigenen Bücher reinstellen kannst, wenn du möchtest. Die 13. Idee ist, durch eine Galerie auf deinem Handy mal durchzugehen und dort alte Fotos zu löschen, beziehungsweise Ordner zu erstellen und dort die Fotos und Videos mal einzuordnen. Ich bin ohne Witz so dankbar, dass ich schon vor Jahren angefangen habe, immer Ordner zu erstellen und dort meine Fotos immer einsortiert habe. Beispielsweise habe ich so einen Freunde-Ordner, einen YouTube-Ordner, einen Familien-Ordner, ein... Ja, halt alles, was in meinem Leben eigentlich passiert, habe ich einen Ordner für. Und wenn ich irgendjemandem mal ein Foto zeigen möchte oder irgendwie Erinnerungen durchgehen möchte, kann ich sehr einfach auf diese Ordner zugreifen, ohne irgendwie meine ganze Galerie hoch- und runterscrollen zu müssen, was einfach super hilfreich ist. Die 14. Idee, ich muss ja mal diese Zahlen zeigen, die 14. Idee ist, seine ganzen alten Notizbücher zu verwenden. Ich glaube, ich bin nicht die einzige Person, die Unmengen an Notizbüchern hat, die sie noch nicht beschrieben hat. Und falls du noch keine Ideen hast, was du mit den Notizbüchern machen kannst, würde ich dir einfach sehr, sehr stark dieses Video hier mal empfehlen, wo ich dir 9 Arten
Karten, deinem Teamspeaker zu verwenden, gezeigt habe. Du findest die ganzen Links zu den Videos aber nochmal in der Infobox verlinkt, also schau da sehr, sehr gerne vorbei. Und ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass wir uns hier bald auf diesem Kanal mal wiedersehen. Also viel Spaß beim Nachmachen dieser Ideen und ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag und dann bis sehr bald mal wieder. Bis dann. Tschüss.